Heute zeige ich euch meine Trockenzelle. Mein wahrscheinlich aufwendigstes, aber auch coolstes Projekt der vergangenen Jahre. Bei einer Trockenzelle handelt es sich um ein Elektrolysegerät, welches aus Wasser und Strom ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch herstellt. Zugrunde liegt das elektrochemische Prinzip der Elektrolyse, eine einfache Redoxreaktion, bei der die Bausteine von Wasser, also Wasserstoff und Sauerstoff, aufgrund ihrer unterschiedlichen Ladungen getrennt werden. Um diese Reaktion durchführen zu können, benötigt man lediglich eine Stromquelle, die mit zwei Elektroden im Elektrolyt verbunden ist. Da ich ihn sowieso zerlegen und reinigen muss, zeige ich euch heute den Aufbau meines Wasserstoffgenerators. Man beginnt damit, alles zu zerlegen, das Netzgerät zu demontieren und die Zelle vom Strom abzukoppeln. Danach wird der Elektrolytbehälter entleert, die Zelle abgeklemmt und die Lauge aus der Zelle entfernt. Die gesamte Zelle wird dann zerlegt und wie man sieht, war das auch notwendig, da die Stahlplatten erheblich angerostet sind. Danach habe ich auch den Bubbler, das zweite Gefäß, welches nur mit Wasser gefüllt ist, entleert und beide Gefäße werden dann auseinandergebaut und die Plexiglasrohre gereinigt. Die darauffolgende Arbeit ist sicherlich die mühsamste, bei der es darum geht, alle Stahlplatten sowie deren Dichtungsgummis zu reinigen. Sobald alles sauber und trocken ist, werden alle Schlauchanschlüsse mit Teflon-Dichtband in die vorhergesehenen Schraublöcher an den Platten der Bubbler sowie in die Zellenrückwand geschraubt. Mit aus einer EPDM-Teichfolie zugeschnittenen Dichtung habe ich dann den Elektrolytbehälter zusammengesetzt und mit den Gewindestangen fest verschraubt. Wie man sieht, habe ich an der Oberseite nur einen Schlauchanschluss montiert, da man später durch das zweite Loch noch das Elektrolyt einfüllen muss. Beim zweiten Gefäß, dem Sicherheitsbubbler, ist zusätzlich noch ein Schlauch an der Unterseite des linken Anschlusses geklebt. Wenn beide Behälter fertig und mit den Gewindestangen verspannt sind, wird die Zelle gestapelt. Als Grundplatte dient hier eine 20 mm dicke Plexiglasplatte, um später in die Zelle blicken zu können. Mit vorgefertigten Gewindestangen wird die Zelle, die abwechselnd aus einer Stahlplatte und einer Dichtung besteht, zusammengespannt. Zwischen den 6 an den Strom angeschlossenen geladenen Platten liegen jeweils 5 neutrale Platten, wodurch sich eine Gesamtzahl von 31 Platten ergibt. Der zweite Bubbler kann dann bereits mit reinem destilliertem Wasser befüllt werden,
und am rechten Anschluss wird ein Kugelhahn montiert. Danach wird die Zelle mit der Unterseite des Elektrolytbehälters über beide Anschlüsse mit Schläuchen verbunden. Wichtig ist hier, dass man alle Verbindungen mit Schlauchklemmen fixiert. Jetzt kann wieder das Netzteil montiert und an die Zelle angeschlossen werden. Es liefert 12 Volt und 50 Ampere Gleichspannung, weshalb man dabei aufgrund der hohen Stromstärke einen Mindestkabelquerschnitt von 10 Quadratmillimeter benötigt. Hier sieht man, wie ich eine weitere Rückzinssicherung montiere, auf die ich später jedoch noch genauer eingehen werde. Jetzt ist alles fertig und wir können mit der Herstellung der Lauge beginnen. Schutzhandschuhe sowie eine Schutzbrille sind Pflicht, wenn mit Kaliumhydroxid gearbeitet wird. Dieses ist stark ätzend und sollte mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Ich verwende eine 15%ige Kalilauge. Hierfür müssen pro 85 Gramm Wasser 15 Gramm Kaliumhydroxid gelöst werden. Da sich das Wasser beim Lösen von Kaliumhydroxid sehr stark erhitzt, muss dieser Vorgang unbedingt in einem Metallgefäß erfolgen. Ist alles gelöst, so wird die ätzende Lauge vorsichtig in die Apparatur gefüllt. Danach können alle restlichen Schläuche sowie das Manometer zur Druckkontrolle angeschlossen werden. Sobald die Zelle das erste Mal in Betrieb genommen wird, wird die Rückzündsicherung mit Sand befüllt. Der Sand verhält sich wie eine Flüssigkeit, was Rückzündungen verhindert. Von dieser Rückschlagsicherung geht nachher ein Schlauch weg, von dem man das Gas entnehmen kann. Kurz noch einmal zum konkreten Aufbau der Zelle. Das an das Stromnetz angeschlossene Netzteil versorgt die Stahlplatten in der Zelle mit 600 Watt Gleichspannung. Drei Stahlplatten sind an den positiven und drei an den negativen Pol angeschlossen. Dazwischen befinden sich sogenannte neutrale Platten. Sobald ich die Zelle einschalte, erkennt man, wie das Gas produziert wird. Durch das obere Loch, welches sich durch alle Stahlplatten hindurch fortsetzt, strömt das entstandene Gas aus der Zelle in den Elektrolytbehälter. Durch den unteren Anschluss kann jederzeit neues Elektrolyt in die Zelle nachfließen. Der Elektrolytbehälter sollte sich immer oberhalb der Zelle befinden, sodass das Elektrolyt durch die Schwerkraft die Zelle immer optimal befüllt. Vom Elektrolytbehälter geht das Gas dann in den zweiten Bubbler über einen Schlauch bis an dessen Unterseite. Dadurch, dass das Knallgas durch das Wasser aufsteigen muss, ist ein Rückzünden in den Elektrolytbehälter ausgeschlossen. Dieses Gefäß ist also nur eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung. Von hier geht das Gas durch einen Stahlwollearrestor sowie einen Sandarrestor und kann dann verwendet werden. Zu allen Sicherheitsvorrichtungen sowie Rückzündsicherungen werde ich später noch ein eigenes Video machen. Das entstehende Knallgas ist ein hochexplosives Gemisch aus Wasserstoff zu Sauerstoff im richtigen Verhältnis 2:1. Neben seiner hohen Explosionsfreudigkeit lässt es sich jedoch auch super in einer Schweißdüse verbrennen. Dabei verbrennt es lautlos mit einer fast farblosen bläulichen Flamme bei ca. 3000 Grad. Bis jetzt habe ich es bei so ziemlich jedem Material, das ich probiert habe, geschafft, dieses zu schmelzen. Mit der Knallgasflamme kann man sogar Steine schmelzen. Oder einen Eisennagel so weit zu erhitzen, bis er teilweise verdampft. Falls ihr noch Fragen habt oder euch Materialien einfallen, die ich versuchen soll, mit dem Knallgasbrenner zu schmelzen,
so könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen. In Zukunft werden zu diesem Thema noch etliche Videos und Versuche auf diesem Kanal kommen. Falls euch das interessiert und ihr bis zum Ende durchgehalten habt, so könnt ihr einfach abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.